und ich bin heute Ihr Host. Bevor wir beginnen, ein paar technische Hinweise für Sie. Sie sind während des gesamten Webinars stumm geschalten, können jedoch die ganze Zeit über Ihre Fragen in den Chat schreiben und zum Schluss gibt es wie gewohnt unsere Fragerunde. Heute habe ich für Sie das Thema Planung mit der SAP Analytics Cloud Teil 2, Datenstrukturen und Algorithmen mitgebracht und möchte Ihnen dazu meinen Kollegen Marcelli Jadek vorstellen. Hallo Marcelli, wie sieht denn heute deine Agenda aus? Ja, hallo, schönen guten Tag. Danke, Anja, für die einleitenden Worte. Also nochmal erstmal zu mir, der heutige Moderator. Ich bin Marcelli Jadek. Ich bin Berater im Bereich BI, insbesondere kundenindividuelle Lösungen und bin in dem Kontext in meiner täglichen Arbeit mit der SAP Analytics Cloud im Kontext der Planung unterwegs. Zunächst einmal meine Einordnung. Das Webinar, was wir uns heute anschauen werden, das ist quasi der zweite Teil einer Reihe, wo es um die Grundlagen der Planung in der SAP Analytics Cloud geht. Beim letzten Mal hatten wir die Grundlagen im allgemeineren Sinne und heute wollen wir uns die Grundlagen im Kontext der, ja, vor allem der Analytic Application, aber auch der Data Actions nochmal anschauen, weil wir das im letzten Teil da nicht ausführlich geschafft haben. Und dann kommen wir auch zur heutigen Agenda und die heutige Agenda. Wir beginnen natürlich erstmal mit einem Blick zurück. Was haben wir im letzten Teil? Okay, das war jetzt gerade nicht gewollt. Wir beginnen mit einem Blick zurück. Das heißt, was haben wir beim letzten Mal uns im Wesentlichen angesehen? Also die Einordnung der SAP Analytics Cloud sowie auch die fünf Ebenen der Analytic Application, der SAC Analytics Cloud, SAP Analytics Cloud und im zweiten Teil wollen wir uns dann die Analytic Application im Detail anschauen, wollen das dann Ganze auch im System ansehen, im Rahmen einer Demo und dann im vierten Teil auch den Ausblick auf Story 2.0. Was verbirgt sich hinter dem Begriff und was bedeutet das dann für die Zukunft? Ja, kommen wir nochmal zu der Folie. Wer im ersten Teil dabei war, der wird sich an diese Folie erinnern. Was wir sehen ist, dass die SAC sich insbesondere im Bereich BI, also Visualisierung von Daten, im Bereich Planning, was bedeutet, dass man halt Daten verändert, dass man ja Parameter verändert, die Daten basierend auf diverse Annahmen anpasst und dementsprechend sich überlegt, was für Maßnahmen in Zukunft nötig sind, um ja den Marktentwicklungen gerecht zu werden. Aber auch der dritte Teil Predictive. Und Predictive bedeutet immer, dass man dann quasi basierend auf den Daten, die schon vorhanden sind, ein Modell trainiert, dementsprechend Zusammenhänge zwischen Dingen wie Preis und Menge oder auch irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Witterungen und möglicherweise Absatzmengen etc., also dass man diese ganzen Sachen analysieren lässt, verstehen lässt, wo sind da die Zusammenhänge, also wenn man Regenschirme verkaufen will, bietet es sich an, das zu Zeiten zu machen, wenn es viel regnet. Und so weiter. Und das sind dann diese Themen, wo man dann wirklich die Daten an der Stelle nutzt, um diese Zusammenhänge zu erkennen, sofern die nicht schon offensichtlich sind, auch natürlich weniger offensichtliche Zusammenhänge zu erkennen und basierend darauf dann Vorschlagswerte zu generieren, die dann dem eigentlichen Planer, ich sage jetzt mal, ja, bereitgestellt werden. Dieser kann diese dann entweder übernehmen oder basierend auf vielleicht weiteren Erkenntnissen, die er hat, zum Beispiel, dass ein Vertrag in Zukunft größere Mengen, den Kunden zu größeren Mengen bei der Abnahme verpflichtet, dass man solche, ich sag mal, darüber hinausgehenden Informationen dann auch noch einpflegt und dementsprechend die Planung so weit wie möglich an die, ich sag mal, in die Zukunft gerichteten Realität anpassen kann und dementsprechend natürlich auf ein guten Fundament diverse Entscheidungen wie Investition, Desinvestition, ja, und natürlich alles, was noch in dem Bereich weiter anfallen könnte, dann entscheiden zu können. So, schauen wir uns dann nochmal die fünf Ebenen an. Was wir jetzt hier natürlich sehen, in so einem, ich sag mal, in dem Kontext der SAP Analytics Cloud, haben wir natürlich zum einen die Verbindung, das heißt, wo kommen die Daten her, wo sollen sie auch wieder hingeschickt werden. Wir haben im Prinzip diesen Modellierungs- und Planungsfunktionen-Part. Und da haben wir natürlich das Modell als Herzstück. Aber wie wir gerade schon gesehen haben, diese gesamten Themen, prädiktive Szenarien und auch Datenaktionen und Allokationen als Planungsfunktionalitäten, wo es dann darum geht, entweder Datensätze zu erzeugen, Datensätze zu verändern, Datensätze zu verschieben. Also alles, was wir mit Daten uns vorstellen können, machen wir insbesondere mit Datenaktionen und zum Teil auch mit Allokationen. Und wie gesagt, das Ziel ist es dann immer, die Daten
insofern zu verändern, dass sie dann den, ich sag mal, Annahmen basierend auf die zukünftige Entwicklung ja, nachkommen. Darüber hinaus das Thema Visualisierung, und da sehen wir jetzt auch die Agile Application, das ist ja der Punkt, wo es dann heute im Wesentlichen gehen soll. Wir haben natürlich die Story, die vor allem für einfachere Szenarien gedacht ist und auch vor allem für den Bereich Self-Service relevant ist. Dann haben wir die Agile Application, die in der Regel bereitgestellt wird von der IT oder zumindest von der fachnahen IT. Und dann den Digital Boardroom, wo es darum geht, die, ich sag mal, Erzeugnisse aus der Story und aus der Agile Application in einer darüber liegenden, ich sag mal, Visualisierungsschicht nochmal bereitzustellen für Top-Management, etc., also gerade so für die obere ja, Management-Ebene. Ja, und dann, wie wir das jetzt schon auch gesehen haben beim letzten Mal, wir haben natürlich Themen wie Berechtigung im Rahmen eines Planungsprozesses, wer darf was sehen, wer darf was benutzen, wer darf was verändern. Wir haben natürlich die Planungsvorbereitung an sich, das ist ja auch ein Planungsteil, wo es darum geht, Parameter für die Zukunft zu definieren, zum Beispiel Gehaltserhöhungen, die vielleicht immer im Januar oder immer im März einfach aufgrund von tariflichen Regelungen stattfinden. Und dementsprechend muss das natürlich auch gepflegt werden, dass diese Gehaltserhöhungen dann auch in der Planung ja wiedergefunden werden können. Ja, und dann als letzten Bestandteil natürlich den Planungskalender, insbesondere im Kontext des Planungsworkflows, wo es dann darum geht zu sehen, wer hat seinen Plan schon wie weit vorangetrieben und was kann man in dem Kontext vielleicht noch ja, den Planern mitgeben, dass sie den Plan auch wirklich, ich sag mal, innerhalb der gesetzten Frist ja zu Ende kalkulieren können, abgeben können und dementsprechend dann auch hinterher das Ganze genehmigt werden kann und dann auch ja basierend darauf dann weitere Entscheidungen wie zum Beispiel Investitionen oder Desinvestitionen geplant werden können. Ja, und dann zu guter Letzt natürlich die Administration, die man nie vergessen darf, wo es darum geht, zum einen natürlich die Benutzer den Zugang zur SAC zu genehmigen, aber dann auch natürlich zu definieren, wer darf welche Rolle ausfüllen, was darf die Rolle im Einzelnen genau tun und so weiter. Und das darf man natürlich niemals vergessen, dass gerade dieser Aspekt im Hintergrund passiert. Viele bekommen den gar nicht mit, aber am Ende des Tages ist er natürlich trotzdem extrem relevant. So, dann kommen wir zur Analytic Application im Detail und wie man eine Grafik sieht, wir haben im Prinzip den linken und den rechten Teil. Ich will den linken erstmal ein bisschen erläutern. Also wir haben natürlich das Modell, was basierend auf den Strukturen, die wir im Modell haben, den Kennzahlen, die wir im Modell haben, aber auch die damit assoziierten Planungsfunktionalitäten. Nochmal zurück, was wir ja beim letzten Mal schon besprochen haben. Es ist ja so, dass jede Data Action zum Beispiel mit einem Modell assoziiert ist. Das heißt, wenn man Data Action auf ein zweites Modell übertragen möchte, muss man das wirklich, ich sag mal, quasi Copy-Paste links und rechts gleich bauen und kann nicht einfach sagen, so, ich ändere jetzt das Modell und dann arbeitet die Data Action auf dem neuen Modell einfach weiter. Und wie wir dann sehen, innerhalb der Story, also das sieht man jetzt hier oben an diesem Pfeil, die Story bewegt sich halt quasi nur bis hierhin. Das heißt, wir haben natürlich auch in der Story eine Layout-Schicht, wenn man so will, also einen Layout-Bereich, wo wir dann Diagramme, Tabellen, sonstige Elemente hineinziehen können, um uns da die Visualisierung aufzubauen. Und das Ganze basiert natürlich auf dem Modell und die Planungsfunktionalitäten, die zuvor in einer Modellierungsphase aufgebaut wurden. In der Analytic Application gehen wir aber über diese Schichten hinaus. Wir haben neben der auch ein sogenanntes Pop-up. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Dinge einzublenden, indem man dann auch interagieren kann. Und wir haben, wie man hier unten sieht, einen riesigen Scripting-Part, wo wir dann zum einen mit Skript-Variablen, aber auch mit Skript-Objekten arbeiten können. Und diese verwenden dann auch unter Umständen APIs. Und APIs, also das ist im Prinzip für die, die jetzt vielleicht technisch nicht ganz so nah dran sind, da geht es um alles, was man in irgendeiner Art und Weise über Schnittstellen abfragen kann. Also es sind Schnittstellen bereitgestellt worden, zum Beispiel bei Data Actions. Und diese Schnittstellen kann man nutzen. Man kann diese dann via Skript ansprechen und dementsprechend auch eine Data Action nicht nur über den aus der Story bekannten Planning Trigger, also über diesen Knopf, den man dann klicken kann und wo man dann die Data Action ausführt, sondern man kann auch sagen, es läuft ein Skript durch und zum Ende davon wird dann eine Data Action ausgeführt. Aber das werden wir uns dann später nochmal ansehen. Und
Genau, also Datenaktionen und Planungsmodelle, das sind im Prinzip die wichtigsten Objekte. Es gibt natürlich auch noch andere, es können OData Services sein, es kann die Kalender-Integration sein, aber darauf wollen wir heute nicht achten. Aber wie gesagt, ich werde dann auf jeden Fall gleich noch darauf den Verweis machen, dass Sie auch sehen, wo Sie diese APIs sehen. Und wir werden dann auch ein paar APIs über Scripting einbinden. Jetzt nochmal zum Thema Skriptvariablen und Skriptobjekte. Das sind quasi, ich sag mal, innerhalb der SAC, wenn man über das Scripting spricht, die zentralen Themen. Und ja, Skriptvariablen, da geht es darum, dass man, ich sag mal, sich Ergebnisse zwischenspeichern kann. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte irgendwas berechnen, ich möchte irgendwas herauslesen. Und dieses Element, was ich dann herausgelesen habe, das möchte ich zwischenspeichern, um das vielleicht an einer anderen Stelle nochmal wiederverwenden zu können, um dann nicht jedes Mal die Abfrage an das Modell richten zu müssen, und sondern dass man tatsächlich diese zwei Sachen zwischenspeichert, um da einfach an der Stelle dann auch natürlich performanter zu sein. Darüber hinaus gibt es dann die sogenannten Skriptobjekte, und Skriptobjekte muss man sich so vorstellen, dass man tatsächlich so, ich sag mal, Planungs- oder Programmiersequenzen mehr, ja doch, Programmiersequenzen, das ist eigentlich das bessere Wort. Also Code, den man immer wieder braucht oder der relativ komplex ist, den würde man in der Regel in so eine Art Skriptobjekt übertragen. Das muss man sich so vorstellen wie so eine Data Action. Bei der Data Action ist es möglich, diese auch Parameter zu übergeben, dass sie also nicht immer das Gleiche tut, sondern dass sie basierend auf den Parametern ein unterschiedliches Verhalten an den Tag legt. Also ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ich definiere eine Data Action, die soll Werte buchen. Und ja, wenn ich ihr keine Parameter gebe, dann schreibe ich da irgendwas rein, und egal wie oft ich sie anklicke, sie wird immer das Gleiche tun. Jetzt kann ich der Data Action aber auch sagen, ich möchte, dass du Werte buchst, und zwar gebe ich dir zwei Parameter. Ich gebe dir ein Produkt und ich gebe dir einen Wert. Und diese Sachen können natürlich bei jeder Eingabe variieren, und dementsprechend jedes Mal, wenn ich diese Data Action ausführe, bucht sie den Wert, den ich eingegeben habe, und ordnet diesen dem Produkt, so was ich auch ausgewählt habe. Und auf diese Weise merkt man natürlich, dass man diese Data Action extrem viel komplexer gemacht hat auf der einen Seite, aber natürlich auch flexibler, und dementsprechend, was natürlich auch die Pflege angeht, man muss dann vielleicht nicht 300 Data Actions bauen für alle möglichen Szenarien, sondern man baut eine und kann sich die Szenarien anhand dieser Parameter dann ja, davon ableiten lassen. Und genau das Gleiche passiert auch bei Skriptobjekten. Skriptobjekte können mit oder ohne Parameter ausgeführt werden, die können auch noch einen Wert zurückgeben. Das bedeutet, die können ein Ergebnis, was sie berechnen, zurückgeben. Und dementsprechend kann man mit Skriptobjekten einen Code, der sonst vielleicht, ich sage mal, über 25 Millionen Zeilen gehen würde, kann man dann unter Umständen auf vielleicht 300 reduzieren, weil man einfach diese ganzen riesigen Blöcke, die sich im Prinzip nur um einen kleinen Puzzleteil bewegen, die kann man dann quasi extrahieren, kann diesem Puzzleteil einen Namen geben und kann dann sagen, ich verwende jetzt Puzzleteil 1, ich verwende Puzzleteil 2, Puzzleteil 3, etc. Und am Ende des Tages hat man die ganzen Puzzleteile und kann daraus dann, ja, im Prinzip basierend darauf dann weiterarbeiten. Aber wie gesagt, das werden wir uns gleich auch nochmal im Detail anschauen. Wichtig ist, wenn man im Kontext Agentic Application, ja, über diese, ja, Skriptmöglichkeiten nachdenkt, dass man ein Gefühl bekommt, was bedeutet Objektorientierung. Und Objektorientierung, das sehen wir jetzt hier vielleicht an dem Fahrzeug und an dem Dinosaurier. Es bedeutet, dass jedes Objekt hat bestimmte Eigenschaften. Das heißt, wenn wir uns jetzt beide ansehen, ja, ein Dinosaurier kann sich heute jetzt vielleicht in der Regel nicht mehr bewegen, aber jetzt so vom Grundsatz, wenn man da jetzt mal die Zeitachse rausnimmt, beide können sich bewegen, beide haben ein Gewicht. Beide haben eine Größe, die kann ja die Höhe oder die Länge sein, und rot. Und dann gibt es natürlich Dinge, die sich unterscheiden. Also jetzt zum Beispiel das Fahrzeug hat einen Hersteller, hat eine Marke. Man könnte jetzt auch noch weitergehen, hat eine Reifenanzahl. Und dann beim Dinosaurier ist es natürlich anders. Der hat jetzt eine Rasse, gehört zu einer Tierart, ist in der Lage zu sprechen, also Laute von sich zu geben, zu kommunizieren. Und nein, beim Auto, die Geräusche, die das Auto von sich gibt, das zählt jetzt nicht als Sprache. Und wenn man das Ganze jetzt vielleicht mal von diesem relativ einfachen Beispiel herunterbricht auf die SAC,
dann sieht man jetzt in dem Kontext, wir haben Diagramme, wir haben Tabellen, wir haben Pop-ups und natürlich noch viele mehr. Und da sieht man jetzt, wenn ich jetzt ein Diagramm verwende, kann ich basierend darauf unterschiedlichste Funktionalitäten ausführen. Ich kann zum Beispiel eine Dimension hinzufügen, ich kann eine Kennzahl hinzufügen, ich kann die CSS-Klasse ändern. Wenn man jetzt auf der Tabelle schaut, sieht man, da sind auch Funktionen, die so, ich sage jetzt mal inhaltlich relativ gleich klingen, aber es sind zum einen unterschiedliche, die natürlich unterschiedliche Aufgaben haben. Bei einer Dimension füge ich einfach, bei einem Diagramm füge ich einfach nur eine Dimension hinzu. Bei einer Tabelle muss ich entscheiden, soll das in der Spalte, soll die Dimension in die Zeile kommen. Und wenn man sich jetzt auch hier rechts diesen Balken jeweils ansieht, dann sieht man auch, dass bei dem Diagramm etwas weniger Funktionalitäten zur Verfügung stehen als jetzt bei der Tabelle. Wenn man jetzt zum Beispiel noch einen Blick weitergeht zum Pop-up, dann sieht man, man kann es schließen, man kann es öffnen, man kann sich die Titel zurückschreiben lassen, man kann die Titel auch ändern. Aber am Ende des Tages sind hier natürlich die Funktionen, die so ein Pop-up bietet, wie man auch daran sieht, dass es jetzt hier kein, Entschuldigung, ich habe jetzt scrollen wollen, dass es hier keine Scrollbar gibt. Da sieht man natürlich daran, so ein Pop-up ist wesentlich einfacher von den Möglichkeiten, die man da zur, ich sag mal, Entwicklung hat. Und dementsprechend sind das auch Themen, die dann auch immer in diesem Scripting-Bereich eine Rolle spielen, dass man sich überlegen muss, A, was will ich überhaupt? Will ich ein Diagramm verändern? Will ich mir Informationen aus einem Diagramm oder einer Tabelle herauslesen? Kann ich das überhaupt? Bietet mir dieses Objekt, sage ich jetzt mal, überhaupt diese Funktionalitäten, um damit in der Art und Weise zu interagieren? Und ja, wenn die Frage mit Ja beantwortet werden kann, dann kann man natürlich basierend darauf dementsprechend diverse, ja, Lösungsansätze suchen. So, das war's mit der Theorie. Heute wird es ein bisschen praktischer sein. Dementsprechend gehe ich jetzt hier einfach mal, jetzt muss ich mal schauen, da ist die SAC. Genau, und nochmal für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Wir haben da ein relativ einfaches Modell gebaut, das heißt New Model 2. Und ja, das Modell hat im Prinzip nicht so viele Dinge, die relevant sind. Man hat oder nicht so viel Komplexität. Man hat einen Preis, man hat eine Menge, man hat eine Version, man hat ein Datum und natürlich zwei weiter darüber hinausgehende generische Dimensionen. Einmal das Produkt und die Org-Einheit. Da können wir auch jeweils mal reinschauen. Beim Org-Einheit haben wir auch eine Hierarchie und beim Produkt haben wir, glaube ich, keine und wir haben auch nur 8 Stücke oder so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Genau, wir haben 8 Produkte, die haben auch jetzt keine weitere Beschreibung. Das heißt, das ist alles, womit wir arbeiten können. Und jetzt wollen wir hier drauf basierend einfach mal eine Data Action bauen. Die soll jetzt auch nicht besonders kompliziert sein. Es geht einfach nur darum, erstmal eine zu haben. So, das heißt, hier müssen wir jetzt erstmal definieren, welches Modell will ich überhaupt haben. Das wird jetzt auch hier schon vorgeschlagen. Ich kann der Data Action einen Namen geben, muss ich auch, weil ansonsten komme ich nicht zu den nächsten Schritten. Dementsprechend sage ich jetzt einfach mal New Data Action 2. Ich hoffe, dass mit Leerschritten geht. Speichere das Ganze. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, die jeweiligen Steps hinzuzufügen, beziehungsweise auch Parameter zu definieren. So, und jetzt machen wir das hier einfach mal. Wir haben eine Target-Version, das haben wir bei jeder Data Action. Und dann können wir noch weitere Parameter definieren. Ich sage einfach mal Product. Das ist natürlich von TestProduct, wobei ich nehme direkt TestProduct. Dann auch als Namen. Also ich nehme den Namen jetzt bewusst so, wie auch die Dimension heißt, weil mir das dann einfach beim Codieren vieles vereinfacht, weil ich da nicht mehr drüber nachdenken muss, wie jetzt die einzelne Dimension heißt und so weiter, sondern ich kann mich einfach hier dran orientieren. Und das Gleiche mache ich jetzt auch bei der TestOrgUnit. Dann nenne ich das hier Ganze auch TestOrgUnit. Und dementsprechend bin ich jetzt an der Stelle so weit, dass ich hier wirklich einen ordentlichen Namen, eine Namenkonvention habe, dass ich dann hinterher nicht mehr darüber nachdenken muss, okay, wie heißt das jetzt im Modell, wie heißt das in der Data Action, sondern kann die Information einfach wiederverwenden. So. Und ja, jetzt möchte ich dem Ganzen auch noch einen Wert zuordnen. Das heißt, ich wähle hier jetzt kein Number, kein Member oder Mesh aus, sondern ich nehme Number. Und will einfach ein Value buchen. Also ich weiß gar nicht, was nehmen wir denn? Wir nehmen einen Preis. Genau, und das Einzige, was ich mache, ja, wobei wir brauchen eigentlich beide Werte. Wenn wir es machen, dann machen wir es direkt richtig. Das heißt, ich nehme noch einen zweiten Wert.
nimm Number und nimm auch Menge. So, und dann können wir jetzt die Data Action Logik einhauchen. Das heißt, wir sagen, ich gebe dir die jeweiligen Parameter. Das heißt, ich gebe eine Org-Unit, ein Produkt, eine Menge und einen Preis. Ja, genau genommen müssen wir jetzt auch noch ein Datum nehmen. Und dann haben wir alle unsere Dimensionselemente definiert. Das heißt, ich nehme auch ein Datum. Die Hierarchie soll bitte Jahr, Monat sein. Kardinalität ist Single. Und ich möchte immer nur mit Blättern arbeiten. Das heißt, ich muss wirklich auf Monatsebene die Werte explizit definieren. Und ja, jetzt gebe ich dem Ganzen noch einen Namen und nenne das einfach mal Date. Und ja, das war's so. Das heißt, ich habe jetzt die Parameter definiert und jetzt möchte ich gerne eine Data Action programmieren. Und was soll sie tun? Sie soll in einem gewissen Kontext unterwegs sein. Jetzt muss ich mal schauen. Ich kann hier den Parameter jetzt nicht verwenden. Da ist dann also was schiefgelaufen. Schauen wir uns den Date-Parameter nochmal an. Ja, Monat, Single. Das sollte so eigentlich genügen. Schauen wir hier nochmal. Script. Add Filter, Date. So, und hier wird jetzt definiert, was wir brauchen. Wir brauchen einen Member, der muss mit New Model 2, es muss Date. Oh, okay, unsere Hierarchie ist Jahr, Quartal, Monat. Ich dachte, ich hätte das beim letzten Mal auf Jahr, Monat spezifiziert, aber habe ich es anscheinend nicht gemacht. Das heißt, hier muss ich natürlich auch Jahr, Quartal, Monat als Hierarchie auswählen. Und wenn ich jetzt nochmal hier reingehe, dann sollte ich jetzt auch in der Lage sein, den Filter, genau, jetzt sehen Sie, Parameter ist jetzt nicht mehr hinter grau, ist nicht mehr grau, sondern schwarz. Und jetzt kann ich den Parameter definieren. So, und ja, was ich jetzt natürlich noch machen kann, ich kann jetzt auch noch die weiteren Parameter hier in so einem ja, Berechnungsschritt quasi zusammenfassen. Den Teil lösche ich einfach und jetzt sage ich einfach, ich möchte eine Calculation machen mit Override, das passt soweit. Ich verwende die Test-Org-Unit und verwende das Element, was er mir liefert. Ich möchte auch das Testprodukt definieren. Das ist auch der Parameter. Und was möchte ich dem zuordnen? Achso, ich muss natürlich noch die Kennzahl definieren. Welche Measure? Ich habe ja nur zwei Stück. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal Preis. Und dem möchte ich jetzt was zuordnen. Und zwar habe ich jetzt ein Input-Field. Und bei Input-Field kann ich jetzt auch die Parameter, also diese zahlentechnischen Parameter definieren. Und jetzt müsste ich das hier eigentlich nochmal duplizieren. Was ich jetzt aber mache, weil ich die Möglichkeiten habe, ich gehe jetzt einfach hier in den Skriptbereich und kopiere das einfach, dass ich jetzt hier an der Stelle ganz klar sage, okay, ich habe im Prinzip denselben Schritt nochmal mit dem Unterschied, dass ich jetzt sage, ich möchte hier nicht mehr Preis haben, sondern möchte jetzt hier eine andere Kennzahl verwenden, nämlich Menge. Und ich verwende hier jetzt auch nicht mehr Preis als Parameter, sondern hier sehen wir jetzt, sobald ich quasi, ich weiß gar nicht, muss ich denn Prozent, ja, Prozent muss ich schon noch eingeben, sonst sind die Auswahlmöglichkeiten zu groß. Aber sobald ich Prozent definiert habe, und Prozent heißt immer, dass das ein Parameter ist, dann kann ich hier die Werte zuordnen. So, was ich jetzt hier noch nicht, ja doch, das habe ich hier theoretisch auch schon gemacht. Ich habe ja hier schon definiert, dass ich auch für die Org-Unit und für das Produkt die Parameter verwenden möchte. Dadurch, dass ich das jetzt hier bei beiden gleich habe, kann ich das Ganze auch einfach verändern oder beziehungsweise verschieben, ist eigentlich der bessere Begriff. Ich nehme das hier raus und erweitere hier einfach das Member Set um die beiden Elemente. Weil dann habe ich hier unten weniger Code, habe mir den Code gespeichert, weil der Bereich, in dem wir uns bewegen, der wird durch das Member-Set eh schon definiert. Und was man natürlich machen könnte, man könnte ein Zusammenspiel machen, dass man quasi, ich sag mal, den Rahmen, in dem man sich bewegt, auf der einen Seite einschränkt und dann im zweiten Fall definiert, wohin sollen jetzt die Werte nochmal hingebucht werden. Aber in dem Kontext reicht es uns, wenn wir einfach sagen, wir haben hier oben den Member Set definiert und dann können wir uns hier unten auch diese Themen sparen und brauchen das hier nicht unnötig lang zu machen. Ist natürlich auch für einen, der das dann übernehmen muss, der das pflegen muss, der das warten muss, wesentlich einfacher und übersichtlicher. Jetzt sehe ich, hier ist noch eine eckige Klammer drin. Validiere das Ganze. Und wenn da jetzt gleich der grüne Haken kommt, dann passt das so und ich kann die Data Action abspeichern. So.
Und jetzt wollen wir im Prinzip schon in die Agentic Application einsteigen. Wie gesagt, das war noch so ein Nachholbedarf vom letzten Mal. Und was wir jetzt in der Agentic Application sofort sehen an der linken Seite, wir haben quasi die beiden Bereiche, die wir gerade schon gesehen haben. Wir haben den Layout-Bereich, der sich aus Canvas und Pop-up, also wie gesagt, Canvas, das, was ihr auch aus der Story kennt, Pop-up ist neu. Und der gesamte Scripting-Bereich ist natürlich auch neu. So, das heißt, wir fangen einfach mal mit einem Canvas an. Ich fange einfach mit etwas an, was Sie alle kennen. Das heißt, wir nennen das mal, wir nehmen mal die Tab-Strips. Also, das werden Sie wahrscheinlich als einzelne Seiten einer Story kennen. Und jetzt können wir hier innerhalb von so einem Tab-Strip, können wir vielleicht eine Tabelle erstmal hinzufügen. Wir müssen jetzt das Modell auswählen. Jetzt muss ich mich hier in meinen Ordner rein navigieren. Da sind wir schon. Und dann New Model 2, das ist das hier. Genau. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich relativ schnell sehen, dass wir hier noch überhaupt gar keine Zahlen und so weiter drin haben. Ich ziehe einfach mal jetzt noch die Org-Einheit und das Produkt rein. Und ja, das Datum mache ich auf der anderen Achse. Das ziehe ich hier mit rein. Datum. So. Und jetzt können wir noch Unbook Data aktivieren, dass wir da auch irgendwas haben, dass wir zumindest sehen, okay, da könnten jetzt Werte stehen. Ups, Properties wollte ich nicht. Ich wollte Unbook Data. Bei Unbook Data ist ja das Schöne, wenn ich es immer ganz unten aktiviere, dann wird die Aktivierung auch nach oben durchgegeben. Nee, wird nicht oben. Genau, wenn ich es oben mache, dann wird es nach unten durchgegeben. So rum war es, genau. Und auf diese Weise, das kann man sich dann natürlich, wenn man dann relativ schnell Unbook Data aktivieren will, kann man einfach oben jeweils einmal Unbook Data aktivieren. Dann wird das da unten, wie gesagt, durchgereicht. Jetzt ist hier noch beim Date haben wir jetzt noch All. Das würde ich gerne ein bisschen schöner machen. Und zwar würde ich gerne einfach vielleicht die Monatsscheine des aktuellen Jahres sehen. Jetzt scrolle ich hier mal ein bisschen runter, dass das ein bisschen größer wird. Ich nehme jetzt Date Member. Unbook Member will ich auch sehen. Und wie gesagt, wir nehmen jetzt das Jahr, das aktuelle Jahr, und nehmen wir einfach mal das letzte Quartal, also Juli, Juni, August. Juli, August, September meine ich. Und dann natürlich den Oktober, November und Dezember. Nehmen wir die beiden Elemente, so dann die, genau. So sieht das doch ganz gut aus. Und jetzt hätten wir hier gerne noch Zahlen drin. Also, was wir jetzt in dem Kontext vielleicht auch machen können, wie gesagt, das ist das, was wir jetzt so kennen. Was wir jetzt vielleicht machen wollen, wir wollen vielleicht noch ein Pop-up einbauen, dass wir sagen, okay, ich hätte jetzt gerne ein Pop-up und in dem Pop-up möchte ich, also wie wir das vielleicht sonst kennen, normalerweise, ich gehe vielleicht nochmal zurück, hätten wir jetzt hier unseren Data Action Trigger. Wo haben wir den denn? Ach so, der ist bei More Widgets hinterlegt, genau. Dann haben wir hier Data Action Trigger, da haben wir den. Genau, und jetzt kann ich vielleicht eine Data Action auswählen. Kann ich auch die auswählen, die ich gerade gebaut habe? Die hieß Test irgendwas. Kann die nicht finden. Ja, speichere das Ganze mal und dann schaue ich mal nach, wie ich die benannt habe. Ich dachte eigentlich, dass ich die auf Test benannt hätte, aber anscheinend nicht. So, gehen wir nochmal rein, speichern wir das Ganze wieder in meinem Ordner, damit es niemanden sonst stört. 635, da haben wir ihn schon. So, und jetzt, ja, ich speichere das jetzt einfach hier in New Application. So, schauen wir mal nach, die Data Action von eben gerade. Created, sortieren wir mal nach Created. Ach, da Durst. Kann es sein, dass ich vergessen habe, die zu speichern? Ah, New DA2. Okay, jetzt Entschuldigung, da ist jetzt der Name New DA2. Das ist die Data Action von dem gerade. Jetzt können wir hier wieder reingehen und können das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. Also, ich gehe wieder in den Editiermodus und jetzt bin ich hier in dem Bildschirm, den wir gerade gesehen haben. Kann jetzt auf Designer gehen und kann jetzt hier New DA2 auswählen. Und kann jetzt hier erstmal alle Parameter einmal belegen, wie Sie das da auch kennen, dass die schon mal vorbelegt sind. Ich wähle jetzt einfach hier mal den September aus. Wir haben ja gerade September, dann passt das ja ganz gut.
Ich habe eine Menge, da mache ich einfach standardmäßig 0. Den Preis mache ich standardmäßig 0. Eine Orteinheit, die finde ich auch standardmäßig. Sagen wir mal einfach Neuss, weil ich jetzt heute in Neuss bin. Und dann habe ich auch noch ein Testprodukt, das ist Testprodukt 1. So, jetzt ist das alles einmal hier vordefiniert. Und jetzt kennen wir das ja ganz normal aus der Story. So. So, ich gucke jetzt gerade, genau, wir können jetzt hier noch ein Skript hinterlegen. Genau, was passiert, wenn die Data Action durchläuft? Dann sagen wir, die Application soll bitte refreshed werden. Refresh Data und dann Semikolon. Das ist jetzt der erste Befehl, den wir hier quasi einbauen mussten. Das ist in der Story, ist das Standard, dass das hinterlegt wird. Hier müssen wir es jetzt einmal selbst einbauen. So, jetzt klicke ich hier nochmal drauf, mache den Tab wieder weg, weil da hat das noch gefehlt. Und jetzt wäre die Idee, dass man jetzt hier einfach die Data Action einmal hier drauf geht. Wir definieren jetzt eine Menge und einen Preis. 14, Menge, der Preis ist 4. Und wir führen das Ganze aus. Und wenn jetzt eine Data Action nicht schiefgelaufen ist, sollte sich hier jetzt irgendwo ein Wert gebucht haben. Schau nochmal nach. Das ist im September bei Neuss. So. Schauen wir mal, aktualisieren wir das Ganze. Ja, eigentlich sollte hier jetzt ein Wert stehen. Wobei, welche Kennzahl habe ich drin? Ich muss mal kurz schauen, welche Kennzahl ich drin habe. Das sollte man natürlich auch definieren. Die Kennzahl ist eigentlich Preis. Ja gut, also der Wert sollte jetzt hier eigentlich gebucht werden. Das wäre jetzt die Idee. Was natürlich normal sein kann, dass da jetzt was schiefgelaufen ist. Wir schauen auch mal kurz in den Data Action Monitor und schauen mal, ob hier Werte gebucht wurden. Es wurde ein Wert gebucht, also den sollten wir jetzt eigentlich sehen. Wir gehen nochmal in die Application, schauen uns das Ganze nochmal an, ob wir den Wert hier jetzt finden. Ich mache mal die Unbooked Data dann jetzt raus, weil wir jetzt die Struktur dann schon haben und der Wert sollte ja dann uns quasi die Struktur liefern. Das heißt, hier jetzt einmal Unbooked Data rausschmeißen. Ja, können wir überall rausschmeißen. Genau, und wenn wir es rausschmeißen wollen, müssen wir es, muss ich kurz überlegen, ich glaube, von unten müssen wir es dann deaktivieren. Genau, deaktivieren können wir von unten, aktivieren können wir von oben. So, und jetzt zeigt er mir den Wert nicht. Aber wie gesagt, Data Action sollte heute auch nicht im Vordergrund sein. Das heißt, da werde ich jetzt nicht nachgehen, warum wir den Wert jetzt nicht sehen. Dessen ungeachtet, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, angenommen, die Data Action hätte jetzt hier einen Wert gebucht, was zu erwarten wäre. Measure, genau. Measure Price, Actual. Also eigentlich sieht das ganz gut aus. Ja, wie gesagt, da will ich jetzt aber nicht in die Problemanalyse gehen, sondern was wir jetzt eigentlich wollen, wir wollen diese Data Action, die wir jetzt hier angesprochen haben, die wollen wir jetzt über Skript ansteuern. So, das bedeutet, wir haben hier jetzt eine Data Action. Und die müssen wir jetzt erstmal hier unten anbinden. Das heißt, hier geben wir jetzt dann wieder dieselbe Data Action ein, die wir gerade verwendet haben. New Data 2, sagen wir, veröffentlichen es automatisch. Und jetzt, anders als beim Trigger, der ja quasi vom User bei Bedarf noch alternativ befüllt werden muss, wenn noch etwas offen ist, ist es jetzt hier so, dass wir quasi erstmal alles standardmäßig befüllen müssen. Das heißt, wir wählen jetzt hier eine Target Version aus. Wir wählen ein Datumsfeld aus. Ich nehme jetzt einfach irgendeins. Und wir nehmen jetzt eine Menge. Ich nehme jetzt wieder 14 und 4. Nehmen eine Test-Org-Unit. Das heißt auch hier wieder neu standardmäßig. So. Und natürlich ein Testprodukt. Nehmen wir mal die 1. So. Das heißt, das Ding ist jetzt hier einmal belegt. Jetzt könnten wir den Namen New Data 2 könnten wir jetzt auch hier noch für die Data Action selbst als Namen verwenden. Jetzt haben wir das Problem, anders als beim anderen Namen, sind hier keine Leerzeichen erlaubt. Das heißt, wir nennen das jetzt New DA2. Und jetzt haben wir hier einen Zusammenhang. New DA2 ist jetzt quasi ein Objekt, mit dem wir arbeiten können. Und das bedeutet, dass wir dann dieses Objekt verwenden. So, jetzt kommen wir auch schon zu den Skriptvariablen und zu den Skriptobjekten. Wenn wir uns jetzt hier nochmal die Begriffe anschauen, wir hatten ja Date. Wir hatten Test Org Unit und Test Product.
Und diese Dinge möchte ich jetzt auch hier als Skriptvariablen hinterlegen. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Es kann ja immer mal wieder sein, dass man sich da vertippt. Und damit das nicht passiert, schreibe ich jetzt hier Test Org Unit quasi als Text rein. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, ich schreibe dann hinterher nur noch Org in großen Buchstaben und dann weiß das System, okay, eigentlich ist damit dieser Text gemeint. Das hat halt den Vorteil, wenn ich mich hier oben vertippe, zum Beispiel OR Doppel-G schreiben würde, dann würde ich das halt merken, weil ich dann die Meldung bekomme, das Element ist nicht bekannt. Wenn ich aber hier vielleicht ein Doppel-N reinschreibe, das sieht man vielleicht nicht auf Anhieb. Und das ist immer der Grund, warum man jetzt in dem Kontext dann quasi im Idealfall Skript-Variablen verwendet. Das macht man natürlich auch für Product. Mache das vielleicht mal auch in großen Buchstaben. Product. Und da verwenden wir jetzt Test Product. Genau. Und dann wollen wir das Ganze auch noch für Date machen. Bei Date gibt es natürlich wesentlich weniger Fehlerquellen, um sich da zu vertippen. Aber einfach nur der Vollständigkeit halber können wir das auch noch für Version hinzufügen. Version und schreiben hier Version jetzt klein. So. Und das war's schon. Und jetzt, was wir jetzt machen können, bevor wir jetzt hier überhaupt diese Data Action einmal ausführen, sollten wir grundsätzlich immer im On-Initialization-Bereich uns einmal die Data Action holen. Das heißt, ich gebe hier mal DA ein und hoffe, dass er mir jetzt die Data Action vorschlägt. Da ist sie schon. Und jetzt, wenn wir uns hier die Möglichkeiten anschauen, dann sehen wir, dass wir uns hier die ganzen Parameter holen können. Das heißt, ich gehe jetzt hier durch, klicke jetzt hier unten rein. So, und jetzt möchte ich mir die ganzen Parameter holen. Das sind ja insgesamt mehrere. Und was ich jetzt hier für einen Vorteil habe, deswegen habe ich ja gerade die Skriptvariablen definiert. Ich habe jetzt nicht mehr die Notwendigkeit, dass ich jedes Mal den Begriff richtig eintippe, so wie der heißt, sondern ich kann hier jetzt einfach sagen, Org, Date, Product. Und wie gesagt, das sind jetzt quasi diese Worte, die sich dahinter verbirgen, haben wir ja gerade gesehen. Dementsprechend kann ich das hier jetzt alles eintippen. Und ja gut, was ich jetzt noch nicht vorbereitet habe, ich habe jetzt Preis nicht vorbereitet. Das heißt, Preis muss ich jetzt in Anführungszeichen setzen, weil das ja ein Text ist und Menge auch. Und dann diese alle Elemente wollen wir uns jetzt gerne in der Konsole ausgeben lassen. Das heißt, was ich jetzt hier noch vorsetze, ist Konsole Log, um das dann zu sehen, was darf quasi sich für Elemente momentan verbirgen. Um das Ganze jetzt vereinfachen zu können, kopiere ich das jetzt einfach, füge das hier hinten hin. So, Posi 1, Posi 1, Posi 1 und nochmal Posi 1 und muss dann ja hinterher noch die Klammer schließen. So, und dann hier auch nochmal und dann schauen wir uns das mal an. Das heißt, wir können jetzt auch schon überprüfen, ob denn dieses Org, Date, Product und Version, ob das denn jetzt, ich sag mal auch, richtig eingetragen wurde. Das ist jetzt quasi auch schon die erste Überprüfung, weil wir dann hinterher natürlich an den Skriptvariablen auch nichts mehr ändern müssen, sondern höchstens nur noch über Skriptobjekte nachdenken können. So, jetzt gehen wir auf F12 und schauen uns das mal an und wir sehen jetzt einmal kriegen wir Null. Das heißt, Version kann ja nichts mit anfangen. Jetzt können wir mal schauen, was haben wir bei Version eingegeben? Da habe ich einfach nur Version. Ach so, das Ding heißt natürlich Target Version. Das sollte man dann auch schon richtig machen. Genau. Wir haben hier eine Version und eine Target Version. Wir speichern das Ganze nochmal. Und wie gesagt, da sieht man jetzt natürlich auch, dieser Fall, dass jetzt null kommt, liegt einfach daran, dass ich das quasi falsch parametrisiert habe. Dementsprechend hat er das nicht abfragen können. Und wenn er dann von mir die Aufgabe bekommt, nach einer Version zu suchen, aber nur eine Target Version findet, dann sagt er halt, Version existiert nicht. Jetzt sehen wir, das null ist verschwunden. Und hier sehen wir jetzt auch, wie die ganze Syntax von den einzelnen Elementen aussieht. Mit Syntax meine ich übrigens auch zum Beispiel, wir haben ja vorhin gesehen, die Org-Einheit, die verwendet ja eine Hierarchie und die Hierarchie heißt H. Und da sehen wir, wie zum Beispiel die Syntax von diesem Element aussieht. Das bedeutet, wenn wir hier ein Parameter reinschreiben wollen, reicht es nicht einfach nur das Wort Noise zu schicken, sondern wir müssen das Wort Noise unter Umständen um diese, ich sag mal, Erweiterung anpassen, dass dann auch hinterher das Element verstanden wird. Das gleiche gilt übrigens natürlich auch für das Datum. Wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben jetzt eine Year, Quartal, Month, also
Quartal, Monat Hierarchie und dementsprechend wird die Hierarchie, die wir verwenden, das sehen wir jetzt auch hier im Vergleich, die Hierarchie wird da dann immer reingeschrieben, die Dimension wird da reingeschrieben und hinterher wird dann quasi das eigentliche Objekt, also zum Beispiel Noise, also das Dimensionselement dann reingeschrieben. Genau, wenn man sich das jetzt hier alles mal anschaut, dann versteht man jetzt erstmal, okay, wie müssten meine Daten aussehen? Und jetzt würde man im nächsten Schritt, würde man diese Daten dann quasi über Dropdowns oder sonstige Elemente, würde man die dann quasi bereitstellen, würde die vereinzelt verändern und würde dementsprechend dann die Möglichkeit haben, das dann anzupassen. Und jetzt so ein Skript, um jetzt auch mal noch das letzte Wording mitzunehmen, so ein Skriptobjekt wollen wir dann an der Stelle einfach mal bauen. Und zwar würde ich sagen, einfach get ID, nenne ich das Ding mal. Und das soll jetzt etwas zurückgeben. Das soll mir einen String, also einen Text zurückgeben. Und ich möchte dem gerne drei Argumente geben. Einmal die Dimension. Ich möchte ihm die Hierarchie vorgeben. Also wie heißt die Hierarchie? Welches Zeichen ist das? Und im letzten Schritt möchte ich ihm auch noch ein Element geben. Also ich nenne es einfach mal Element. So, und jetzt muss ich mir diese Funktion mal im Detail anschauen. Wir sehen auch schon, ich habe eine Fehlermeldung, weil er quasi einen Text zurückhaben möchte. Das heißt, das hier reicht erstmal, um die Fehlermeldung zu bekämpfen. Und was ich jetzt hier machen möchte, wir schauen uns das nochmal im zweiten Bildschirm an. Ich möchte, basierend auf die Informationen, die ich geliefert bekomme, möchte ich sowas bauen. Um es zu vereinfachen, kopiere ich das jetzt einfach, füge das mal hier unten rein und jetzt sehen wir, was passiert schon. Ich bekomme diese Test-Org-Unit, das ist also meine Dimension. So, dann muss ich davor in Anführungszeichen, also ich muss diese Klammer in Anführungszeichen setzen, dann erweitere ich das hier hinten auch. So, muss da natürlich wieder ein Plus zwischensetzen. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach nur Texte verketten, mehr ist das gar nicht. Dieses H ist meine Hierarchie. Und die muss ich jetzt noch weiter erweitern. Jetzt kommt hier noch das. Und jetzt kommt das eigentliche Element. Das kommt jetzt hier noch rein. So. Und jetzt können wir das Ganze, achso, da fehlt jetzt natürlich noch das eine letzte Plus, um das noch miteinander anzuheften. So, und was, genau, und jetzt wird das Return umgebaut, das Return wird jetzt hier vorgesetzt. Und jetzt schauen wir uns das mal an, ob das auch so funktioniert, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte ihm jetzt ein Element geben, und zwar möchte ich das jetzt so nachbauen. Console Log wieder, Konsole fängt mit kleinem C an. Console Lock, Klammer auf, jetzt muss ich kurz überlegen, irgendwas mit Skript, Skript Object 1, also ich habe da jetzt hier diesen Oberbegriff nicht angepasst, das kann man auch noch machen, Punkt, ich habe nur eine einzige Funktion und da sieht man jetzt, der erwartet jetzt von mir die Parameter, das heißt, ich gebe ihm jetzt die Parameter Org, innerhalb der Org-Struktur heißt die Hierarchie H und das Element heißt Noise, Noise schreibe ich vielleicht. Ja, das muss ich jetzt natürlich auch in Anführungszeichen geben. Also dieses Element könnte ich jetzt auch zum Beispiel in einem Dropdown haben und dann hier zurückschreiben. Und jetzt lasse ich mir das Ganze mal zurückgeben und jetzt fehlt noch eine Klammer zu. Fehlt nicht. Was fehlt denn? Moment. Missing Semicolons. Das ist das Semicolon. Ach so. Ja, die Hierarchie H. Wir haben ja da keine Skriptvariable für definiert. Deswegen muss H auch in Anführungszeichen gesetzt sein, dass erkannt wird, dass wirklich ein Text ist und dass es keine Skriptvariable ist, die alle möglichen Objekte, also wir haben das ja gerade gesehen bei den Skriptvariablen, das müssen nicht nur Zeichenketten sein, das können auch Dropdowns sein, die wir da speichern und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Was macht jetzt diese Funktion für uns? Und da sieht man dann auch jetzt gleich das Zusammenspiel zwischen diesen Funktionalitäten. Wenn ich jetzt auf F12 gehe, dann sieht man jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wo sich jetzt Noise hinter verbirgt. Schauen wir uns das mal an. Genau, auch so ganz oben schon. Und da sehen wir jetzt, wenn wir die anderen jetzt wieder einklappen, dass im Prinzip die Struktur, die wir hier oben haben, Test, Org, Unit, H, Noise, die haben wir jetzt hier nachgebaut. Das heißt, dieses Element könnten wir jetzt
an die Data Action weitergeben und die Data Action könnte damit arbeiten, weil es dieses Element verstehen würde, weil es einfach in die Struktur, in diese ID reinpasst. Genau, und wie gesagt, jetzt im Prinzip die nächsten Schritte, die man machen würde, man würde sich jetzt diese ganzen Elemente, die man da reinschreiben möchte, würde man sich entweder Dropdowns bauen oder Inputfelder, würde da die Sachen eintragen können und würde dann über, also wir haben jetzt hier Get-Parameter gesehen, wir würden das dann Set-Parameter umtaufen, würden dann an die jeweilige Stelle ein Parameter übergeben, also ein Ergebnis eines Inputfelds oder Dropdowns oder auch eines Eingabefilters und würde dann, da wo es nötig ist, würde man diese Funktion, die wir jetzt GetID genannt haben, würde man verwenden, um die Hierarchie einzubauen, damit die Elemente so aussehen, wie sie aussehen sollen. Also zum Beispiel jetzt was haben wir denn? Bei Product wäre das jetzt zum Beispiel nicht nötig, das haben wir ja gerade gesehen. Product, da steht ja einfach nur die Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6 drinne. Da ist so ein Umbau nicht nötig, aber man sieht jetzt hier, mit Hilfe von so einem Skriptobjekt kann man einen Text, der sonst vielleicht unübersichtlicher wäre, also wie gesagt, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber man könnte sich das natürlich auch vorstellen, dass so ein Beispiel vielleicht über, wie gesagt, 300, 400, 500 Zeilen geht und da kann man sich natürlich diese 500 Zeilen jedes Mal auf eine Zeile reduzieren und hat dann nicht die Notwendigkeit, dass man dann, wenn man hinterher so ein Skript, also man kann ja zum Beispiel jetzt hier vielleicht in so einem Dropdown, also wir haben ja an vielen Stellen diese Möglichkeiten, ein Skript zu hinterlegen und wenn wir jetzt hier so ein Skript hätten und das würde dann quasi nur aus solchen Funktionalitäten bestehen, wo einfach nur so kleine Funktionsaufrufe sind, in der wo Parameter weitergegeben werden und das wird dann weiterverarbeitet. Auf diese Weise kann man natürlich diesen ganzen Programmcode extrem zusammenstauchen. Die Konsequenz ist natürlich, dass hier links dieser Bereich natürlich viel, viel größer wird. Also ganz normale Projekte, da ist es auch mal schnell üblich, dass dieser graue Balken hier links an der Seite vielleicht nur noch einen Zentimeter hoch geht, weil wir so viele Objekte haben und da teilweise eine halbe Minute runterscrollen müssen, bis wir alles mal gesehen haben, was da ist. Genau, das war jetzt im Prinzip so viel zur Demo. Wie gesagt, die nächsten Schritte hier werden jetzt noch einige Schritte nötig, dass man dann auch wirklich die Data Action via Skript ausführen kann. Aber im Prinzip rein von der Semantik sind das alles die Elemente, die wir in dem Kontext brauchen. Die wichtigste Botschaft ist immer, man muss halt schauen, und das haben wir ja am Anfang gemacht, was wird erwartet? Also wie sehen die Parameter standardmäßig aus? Und dann ist die Frage, was muss ich tun? Was habe ich? Ich habe vielleicht nur das Wort Noise. Okay, ich muss das Noise in diese Hierarchiestruktur einbetten, damit das dann hinterher akzeptiert werden kann. Weil sonst kriegt man Fehlermeldungen, die Parameter wurden nicht belegt und dann ist man schnell frustriert, wenn es keine Ergebnisse gibt. Genau, das war es an der Stelle zur Demo. Und genau, jetzt noch der Ausblick zur Story 2.0. Was bedeutet Story 2.0? Man sieht es vielleicht auch hier schon so ein bisschen an der Struktur. Wir haben ja jetzt in dem heutigen Termin und auch schon beim letzten Mal viel über die Begriffe Story, Analytic Application und das Digital Boardroom gesprochen. Und im Rahmen einer Story 2.0, die für das nächste Jahr meines Wissens, ich glaube, da hat sich an der Timeline nichts geändert, da werden diese Elemente zusammengeführt. Also momentan gibt es auch an vielen Stellen die Frage Story oder App. Und in Zukunft wird es dann so sein, dass im Prinzip alles immer mit einer Story beginnt. Also wie wir das ja auch gesehen haben, quasi Canvas-Bereich ist das, was man halt standardmäßig sieht. Und man hat dann optional natürlich berechtigungsgesteuert durch entsprechende Rollen, hat man dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe eine Story und ich möchte die Story um Analytic Application-Funktionalitäten anreichern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Digital Boardroom. Man hat da dann kein eigenes Objekt mehr, was Digital Boardroom heißt, sondern diese ganzen Dinge sind miteinander verflochten, sind miteinander verzahnt und es ist ein großes Objekt, wo man quasi durch Navigationsschritte dann von A nach B, von B nach C und so weiter springen kann. So, das war's zur heutigen Veranstaltung und ja, wenn Sie jetzt Fragen haben, können wir da gerne nochmal einen Blick drauf werfen und die beantworten.
Wir haben ein paar Fragen reinbekommen. Ich würde sie gern vorlesen. Ja, klar. Ja. Funktionieren die Data Actions auch mit einem Live-Datenmodell? Nein, also es gibt durchaus die Möglichkeit, das in BBC zu verbinden. Dann heißt es halt, dann ist es keine Data Actions im eigentlichen Sinne, sondern eine BBC-Sequenz. Aber grundsätzlich ist es so, dass man im Planungskontext die Daten immer in der SAC haben muss. Und bei einer Live-Verbindung haben wir die Daten nicht persistent, wie das dann so schön heißt, in der SAC, sondern es ist einfach nur ein Blick auf die Daten. Wir können mit den Daten im eigentlichen Sinne nichts tun. Gut, noch eine Frage. Bei der IP gab es Datenscheiben und Merkmalbeziehungen. Gibt es so etwas Ähnliches in SAC auch? Genau, also Merkmalsbeziehung, das heißt dann in der SAC allerhöchstens Validierungsregeln, dass man sagt, wenn ich ein bestimmtes Produkt auswähle, dann können nur bestimmte andere Org-Einheiten in Frage kommen. Und ansonsten werden diese Merkmalsbeziehungen über die eigentlichen Daten gesteuert. Das bedeutet jetzt, ein Mitarbeiter, der in Neuss eingesetzt wird, der hat auch nur dort vielleicht FTE-Werte und Gehaltsbestandteile. Wenn der jetzt versetzt wird, dann werden die Werte nicht mehr in Neuss vorgeführt, sondern in einem anderen Standort. Und genau, also darüber, also letztendlich läuft es halt immer über die vorhandenen Daten, aber über Validierungsregeln kann man das Ganze einschränken. Und natürlich auch über Rollen. Also man kann auch die Rollen so ausgestalten, dass man sagt, ein Nutzer darf nur auf Daten in bestimmten Kombinationen überhaupt drauf Einsicht nehmen. Okay, ich danke dir. Weitere Fragen haben wir nicht. Ja, perfekt. Dann nochmal der Verweis für Sie als Information. Wir haben natürlich noch viele weitere Webinare. Das nächste schon am 28. September. Und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sowohl auf unserer Homepage ibsolution.com, Akademie und dann auf den Webinaraufzeichnungen oder auch auf YouTube, sich dann die von uns bereitgestellten Webinare anzusehen, sich dort auch anzumelden. Ja, und das Ganze dann sich auch nochmal anzuschauen und Rückfragen nochmal zu präsentieren. Und sofern Ihrerseits Bedarf besteht, haben wir natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten, zum einen der Herr Andreas Meyer als auch Herr Christes, wo Sie sich dann bei Bedarf dann auch telefonisch oder per E-Mail melden können und wo wir dann vielleicht mal über Ihre nächsten Implementierungsschritte bei der SAC sprechen könnten. Ansonsten vielen Dank und noch einen schönen Tag.